Das ist cool irgendwie, der Schallplattenspieler. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Guck mal da. Wer versteckt denn bitte da den Puppenkopf? Was sind das hier für Menschen? Klebstoff habe ich doch hier. Ey, Wahnsinn, oder? Was? Aber ich dachte, die muss jetzt hier draufstehen. Machen mich hier völlig fertig, die. Ich habe immer noch nicht den Schlüssel. Da fehlt noch so ein Aufziehschlüssel. Und eine Schallplatte fehlt noch. There's the entrance to the vault. Now I need to get inside. Guck dir mal die Kabel an. Total cool verlegt. Folge der geheime Geheimraum, das findet niemand. Das muss der Weg sein, den Tresor zu öffnen. Ich brauche noch ein S. Ich denke, das hat die Spieluhr. Ja, das S und das... Ist das nicht das Tape? God damn it, he's done it again. What happened, Raymond? Weekly wants to double his share. I told you, he owns the print house. I know, Susan, but I started it. Without me, he'd still be some pathetic little editor. What we gonna do about it, Raymond? I'll figure something out. Muhahaha. Sie sind diabolisch böse. Das kann nur nach... Hä? Aber es geht doch hier gar nicht weiter. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen... Oh mein Gott, das war so schwer. So that's why they needed a vault, to store mountains of cash. I need to find that tape he left for Susan. Heißt der, er hat nicht nur ein Tresor, wo irgendwie Geld drin ist? Er hat eine ganze Bank? Eine leere Seite. Den hat eine lockere Schraube. Ja, die haben mehrere Leute eine lockere Schraube. Susan, einige Dinge sollten verborgen bleiben. Eins. Ich kann römische Zahlen nicht. Eins, ich glaube vier und zehn. Ja. Der betreibt ein Casino, der braucht ein bisschen Kohle. Alles Monster. Ein Paket mit Bögen von gefälschtem Geld, die alle eng zusammengebunden sind. Jetzt sag mir mal bitte, wenn mich verfolgt ein Mörder und ich muss ein bestimmtes Band mir anhören oder zur Polizei bringen oder keine Ahnung. Ich hab's eilig, der sitzt mir im Nacken. Und jetzt höre ich mir erstmal jedes Band hier an und guck, was das Richtige ist oder wie. Es muss einen schnelleren Weg geben, um das richtige Band zu finden. Alle
anzuhören, würde ewig dauern. Also was war es? Eins. Ich habe die Kombination. Ich habe die Kombination, die liegt hier auf dem Schreibtisch. Eine Art Kombination. Darf ich jetzt das machen? Wow. Das war schwer. Das war eine 4, ja. Goldener Apfel, Pharao-Figur und Notiztest. Was auch immer. Goldener Apfel. Elefant, Schlüssel und Schüssel? Schüssel und Schlüssel. Batterie, Garage und Zepter. Okay, keine Ahnung. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nur noch hier die Klunker. Geige und Notiz. Ein Zepter sehe ich nirgendwo. Und eine Schüssel. Ich dachte, das wäre die hier hinten. Ist es aber nicht. Jetzt noch eine Schüssel. Eine Schüssel. Ich sehe nichts. Sie sehen sie nichts. Ups, ich habe sie drauf geklickt. Entschuldigung. Seht ihr eine blöde Schüssel? Bei der Maske in der Ecke habe ich auch gedacht. Hier, das hier, aber... Das ist es nicht. Gib mir den Tipp. Das war ein gefalteter Geldschein. Das war doch keine Schüssel, das war eine Fliege. Es war ein gefalteter Geldschein als Fliege. Wollen die mich alle veräppeln? Batterien sind wichtig. Ich habe keine Ahnung wofür. Das habe ich vorhin auch schon gemacht. Alter. Ich weiß zwar nicht, warum ich das brauche. Und jetzt UV-Lampe. Alter Schwede, hier, MacGyver ist wieder voll am Start. Falsche Übersetzung vermutlich. Oder die neuen modernen Schüsseln von morgen. Das war eine Papierschleife, siehst du, ich bin nicht, noch nicht ganz schizo. Sleepy Hills Journal, Lily Thompson, Reporterin. Du musst die Reporterin Lily Thompson unter Druck setzen, sie weiß zu viel. Die hat herausgefunden, dass sie Geld waschen. Und deswegen wurde sie so umgebracht. Und ihr Freund will sich jetzt rächen. Das macht mich völlig kirre hier, das Teil. Die nimmt auch nie was mit. Darf ich jetzt gehen? Also, was muss ich mit der UV-Lampe machen?
Susan, if you're listening to this, I'm probably dead. Weekly is responsible for my death. You're in great danger, Susan. Go to the inn near the ski lift where the girl died. You will find something that will guarantee your safety there. What the? Hey, open it! Darn. Hello? Please help me! Detective, what are you doing there? Someone locked me in here. I think it was Weekly. Weekly? That's for sure his job. Give me a second. I should be able to turn off that fan. Tja, man sollte immer Kleingeld in der Tasche haben. Thanks, David. Without you, it would be hard to get out of there. David, can you tell me where I can find the old inn near the ski lift? I should be able to take you there, but a map would be helpful. I see one on that stand. Also ich finde David verdächtig. Der sollte nämlich eigentlich bei der Leiche warten. Warum ist er hier? We can make a new map thanks to that machine. I will fix the power. Search for some paper. Die Linse ist zerbrochen, vielleicht kann ich sie ersetzen. Was ist denn das bitte? Eine der Figuren fehlt. Ja, das ist auch ganz wichtig. Was zur Hölle? Okay, dann machen wir mal die Linse da rein. Was will der? Was macht der da? I'll fix the power. Look around for some paper. Hier ist doch Papier. Nein, warte mal. Ach so, cool. Ich soll hier so ein Haus zusammensetzen. Das sind die Sachen, die da fehlen, weil sonst können die da nicht weiterbauen. Es ist ganz wichtig, dass die Häuser und alles komplett sind, sonst kann ich keine Karte zeichnen. Ich hasse es auch, wenn ich mit was aufbaue, zum Beispiel im Playmobil, und es fehlt ein ganz kleines Teil, dann kann ich auch nicht weiterspielen, ich muss das Teil dann erst finden. Ich kann hier alles aufladen. Was soll ich hier aufladen, bitte? Hurry up, Detective. The weather is getting worse. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Hast du die Karte? Nein, habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie. Blätter im Tresor. Hier sind doch Blätter. Nimm doch die. Oh, der will ganz bestimmte Blätter haben. Gut, dann nehmen wir halt die Blätter. Die Frau macht mich fertig. Das ist doch Rotz. Das hat ein YouTube in letzter Zeit gegen mich. Die nächste Bargeldsendung wird in 3 Tagen bereit sein. Rufen Sie mich an, wenn das Geld sauber ist, damit ich meinen Anteil im Casino abholen kann. Weekly. So, ich habe jetzt ein Blatt Papier. Bitteschön. Verschiebe die Figuren in ihren richtigen Platz, um die Karte zu vervollständigen. Aha. Und ich weiß, was der richtige Platz ist, weil...
So rum oder andersrum? Was? Das hat doch niemals gestimmt. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinlaufen. Darn. It was sitting here for too long. The battery's dead. That's not a problem. I'll charge it up in the viewing room. Jupp, wir laden nur kurz die Batterie auf. Alles kein Ding. Wie komme ich da nochmal rein? Wer findet noch, dass David suspekt ist? Hurry up. Weather's getting worse. Warum muss ich das jetzt machen? Ready? Ready. Das war total unnötig. Hold on. We're getting close. Hey, I can see someone there. Who was that? I don't know, but we'd better be careful. Der hat keine better Jacke check an. The mechanism. Keine Handschuhe. Was that a wolf I just heard howling? Also, alles super. Der Kerl ist einfach nur hart im Nehmen. Detective! Jetzt nicht, ich muss hier was ausgraben. Good doggies. Do something! Here, take my matches. Da sind Wölfe. Wir müssen den Typen retten, ich weiß nur nicht wie. Eigentlich wäre er schon längst aufgefuttert worden. Zünd's doch an! Warum zündet die es nicht an? Ich muss es in etwas Brennbarem einweichen. Warte mal, ich will doch nur das hier machen. So dreckiger Lappen und dann das hier kombinieren. Und dann zünde ich es an. Und dann habe ich eine Fackel. Und damit kann ich die Tiere verscheuchen. Wow! Shoo! Husch, husch! Geh weg! Ihr habt Angst vor Feuer. Scram! Thank you, Detective. Without you. No problem, David. We need to hurry up and turn on that ski lift. Ja, ja. Ich hab eine verbrannte Schaufel. Die kann ich verbrennen, das geht gar nicht. Geschafft, was auch immer. Schlüssel, Kalender und Zahnrad. Ich muss einen Aufsatz dafür finden? Was zur Hölle? Eine Praline. Eine Schere. Das ist eine Schere. Das ist eine Schere! Gut, die wollten eine andere Schere. Lineal und ein Nagel. Ich finde das Lineal nicht. Haken. Habe ich ja auch schon irgendwo rumfahren sehen, da. Kelle und Pfeile. Was meinen die mit Kelle? Zahnrad.
Eine Pfeile habe ich. Aber das Lineal da oben drauf. Okay. Magie. Ja, ja. So, damit können wir das Schloss knacken. Wir sind schon richtig gut im Schlösserknacken seit den anderen Wimmelbildspielen. I can't see anything. Ja, ja, die immer ein Problem mit ihren. So. Ich hab niemanden gesehen. Da ist noch eine Kerze. Jetzt kann ich versuchen, den Skilift zu reparieren. Natürlich. In einem kurzen Interview bestätigt uns der örtliche Leichenbeschauer, dass die Todesursache der jungen Journalistin Lily Thompson ein Sturz aus großer Höhe war. Ein wenig chaotisch, aber gemütlich. Wir müssen noch eine Sicherung finden. Wir brauchen noch Zahnräder. Es ist zu hoch, um es zu erreichen. Ich bin nicht hungrig. In dem verrosteten Ding ist ein Zahnrad. Was kann ich damit machen? Ich kann das hier aufnehmen. Aber ich... Hä? Zünd's an oder was soll ich denn damit bitte machen? Gut, lassen wir das erstmal. Nehmen wir die Schaufel da hoch. Das war ein Witz, aber cool, dass es geklappt hat. Die Ölkanne macht das alles wieder schick. So, jetzt machen wir hier schön warm, damit die nicht friert. Topf mit Wachs. Ach so, stopp mal, ich habe Zahnräder. Ich weiß aber nicht, für was ich die brauche. Ist das jemand? How's it going fixing the generator? Still okay, but be quick. Ja, ja, ich soll mich beeilen. Ich bin der Einzige, der hier was macht. Du stehst nur da vor so einem Schrank und machst gar nichts. Er guckt nur blöd in der Gegend rum. Ganz tolle Hilfe. Jo, was fehlt noch? Ja, ich habe eine Sicherung gebastelt. Ich bin besser als MacGyver. Ich glaube, eine Sicherung hat nicht mal er geschafft. Es braucht Treibstoff. Was? Was? Mit Wachs kann ich das... Ach so, ich habe das mit Wachs versiegelt. Füll jetzt da Öl rein und dann kann ich das zum Laufen bringen. Okay, ich hab's geschnallt. Setze die Sicherung in die richtigen Halterung, benutze die Zahlen als Hinweis. What? Was? 60? Also die rot, das ist 60. Ist das ein Malzeichen? 60 mal 40 und 60 plus 40 ist 100. So. Jetzt gehen wir hier hin. Ich brauche jetzt eine 65. Wie kriege ich die?
Und hier brauche ich eine 80 und hier brauche ich wieder eine 100. Das ist eine 5. Warte mal. So rum. Und wenn ich jetzt die 5 da reinmache, dann ist es hier 65, 95, 95. Und dann ist es hier wieder Minus? Das checke ich halt nicht. Hier muss auch 100 sein, aber hier bin ich bei 115. Das müsste doch dann mehr werden, oder? Stopp, jetzt ist 95. So.